wollt wissen, was ich heute alles angeschlossen kriege, dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und Musik. Na. Besser. So. Tasse weg. Also, ich möchte heute weiter anschließen. Wir haben ja noch so ein paar Produktionen vor uns. Und zwar, ich sag mal so, 8 Produktionen wären mega. 6 wären gut. 5 sollte machbar sein. 4 ist realistisch. Ja, fangen wir mal an. Wo mache ich denn wohl die Circuit Boards? Weil das wäre so ziemlich das Erste, was ich habe. Da wird nur das gebastelt. Was wird hier gemacht? Platin. Perfekt. Warte mal, da steht, ich habe 4 Maschinen. Die ist übertaktet, also habe ich nur 3. Das ist gut. Damit komme ich klar. Das ist schon mal so der erste Ansatz, mit dem wir arbeiten können. Dahin. So. Jetzt muss ich mir überlegen, wie packe ich das am besten hier oben dran? Also wir sind... Da. Dann gehen wir mal... dahin. So. Jetzt wäre die Frage, wie machen wir das am sinnvollsten? Den ziehen wir dahin. Richtig clever wäre natürlich gewesen, hätte ich das hier an die Wand gepackt, ne? Von da aus da an die Wand. Dahin. Dahin. So. Kommst du her? So. Dahin. Und dahin. Das war jetzt natürlich ein glückliches Händchen, dass das sofort hier vorne war. Das sind an Platinen. An. Runter. Genau. Ach ja. So, das nächste auf der Liste sind Computer. Computer sind hier irgendwo. Waren das denn die Computer? Nein, das waren Quarzoszillatoren. Computer sind 2 Maschinen, nämlich diese und diese, ne? Das ist ja fast gut. Dahin, dahin, mitkommen.
So. Jetzt muss ich gucken. Wie war das denn hier mit den Anschlüssen? Der Oberseite. Haben wir. Hier haben wir noch nichts. Du kommst runter bis. Dahin. Und dahin. Das sieht vernünftig aus. Okay. Das Richtige? Nein. Wir packen uns. Was denn hier hin? Passt das von der Höhe her? Aber eigentlich schon, ne? Dahin. So. Da dran. Und ab nach oben Computer anschreiben. Ups, darum. Da, 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 da. Das sind Computer. Achso, ich habe gar nicht geguckt. Wie viel war das da? 110 Watt, Megawatt? Das könnte passen. Stimmt, 55 hatten wir gesagt. Oh, ne? Yep. Darunter. So, das nächste sind Copper Sheets. Und die haben wir direkt da. Okay. Die haben wir alle ein bisschen mehr, also die hier hinten haben wir mehr nach links gesetzt. Dann würde ich jetzt hingehen. Und die Kollegen hier mehr nach rechts setzen. Wie habe ich die denn immer gemacht? Immer vor einem der. Okay. Dann machen wir das. Ich packe mal da hin. Dahin. Nein. Egal. Passt schon. So, da dran. Da dran. Weiter. Natürlich, einer steht wieder daneben, ne? Der da hinten. Ne? Ignoriere das jetzt, ich ignoriere das jetzt, ich ignoriere das jetzt. Gefällt mir gar nicht. Irgendwann vergesse ich das und dann ist gut. Ich habe das nicht gesehen. Hätte damit einverstanden? Ich hoffe schon. So. Das müssten 10 gewesen. Du
bitte da dran und du bitte hier dran. So, sehr gut. So, jetzt müssen wir da vorne hin. Seite habe ich doch einen Eingang. Welche Höhe kann ich da nehmen? Den dritten. Den dritten Slot quasi. Nehmen wir auch die Höhe. Ist doch optimal. Das ist unser erster Slot. Erster Slot, zweiter Slot, dritter Slot. Dran, da hoch. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich Arterium auf die eine Seite gesetzt habe. Also auf die andere Seite, anstatt die Kupferbleche mit auf die Seite zu packen. Das wäre viel, 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 viel cleverer gewesen. Aber das jetzt zu ändern, ich glaube, dann haut ihr mich alle. Außer, ich würde das offscreen machen. 360, das sollte passen, weil das sind 12. Auch das sollte passen. Stimmt, 30. Ja. Okay. Es geht relativ gut. 12 Minuten. Sollen wir so weitermachen? Nächste auf der Liste sind die Kristalloszillatoren. Die haben wir nämlich. Das habe ich doch gerade schon gesehen. Die haben wir hier. Wie viele sollen das sein? 5. Du hast den Spaß. 5. Das heißt, da sind 3. Okay, hier sind 2. Boah, wie sitzen wir das denn jetzt am sinnvollsten? Probieren wir das mal so. 1, 2. 1, 2. Falsch geguckt. 7 sind es. Okay. Das geht da quer durch. Passt. Na komm. So, wo packen wir dich jetzt hin? Das wäre hier. Einen zurück. Naja, 2 Ticken müssen wir schon machen. Sonst funktioniert das nicht. Stehen die ineinander und das wollen wir nicht. Du kommst dahin. Da dran. Rein da. Warum ducke ich mich? Also, ich habe mich gerade vor meinem Schreibtisch geduckt. Das war nicht so clever, würde ich behaupten. Aber ich wollte ja auch hier rein. Sowas muss ich echt wieder die Facecam anhaben.
Aber da bin ich noch so ein bisschen am Rumbasteln. Ich nutze halt für meine Videos mit Facecam. Hab mir irgendwann eine, Canon EOS 4000D geholt. Das ist halt so ein wunderbares Einsteigermodell. Kann ich also wirklich fürs Einsteigen nur empfehlen, wenn man sagt, ey, ich möchte günstig in Spiegelreflexfotografie reinkommen, in digitale. Und nicht direkt Tausende von Euro versenken, ist das super. Hat nur ein Problem, das Ganze. Es sieht so komisch aus. Hast du das? Ja. Moment. Genau. Quarzoszillatoren, nicht Crystal. Ja. Die haben, also die Kamera ist super, die hat nur ein kleines Problem. Die hat keine durch, also es gibt eigentlich keinen Akku, den man reinsetzen kann, der dann wiederum an eine Steckdose angeschlossen werden kann. Ne? Also Dauerstrom. Das wäre schon sinnvoll, wenn das hier sowieso auf dem Stativ hängt und einfach nur mein Gesicht filmt. Moment, das nächste wäre Blender. Fuel und Fused Modular Frames. So. Und da gibt es halt im Zubehör, also von anderen Firmen halt, kriegt man so einen Spaß. Das ist gar kein Problem. Das einzige Problem daran ist, das Ding hat keine Kabelzuführung. Unten in der Klappe für den Akku. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Denn gerade das bräuchte man. Weil man muss die Klappe halt zumachen, sonst geht die Kamera nicht an. Da ist ein kleiner Mikroschalter drin. Und ich habe noch nichts gefunden, um diesen Mikroschalter wirklich vernünftig umzulegen. Ohne, dass ich halt den richtigen Akku drin habe. Und das ist echt... Tut mir leid, das ist nervig. Also richtig... Kacke, auf gut Deutsch. Wo habe ich den Sprit? Sprit, da drüben. Hallo. Perfekt. Das sind auch nur... Oh, die stehen auch noch so gut. Die stehen fast gut. Okay. Also. Ja, und... Da versuche ich jetzt gerade irgendwie eine Lösung zu finden, vielleicht mit 3D-Druck mir da was zu basteln, dass ich diese Klappe auflassen kann und den Party-Akku Pseudo-Lader da reinpacken. Hier muss ich auf die 3 auch wieder gehen. Die 3 wäre quasi, na, dort. Dann nehmen wir uns den Kollegen und sagen dahin. So. Jetzt mache ich aber in dem Fall den zweiten direkt dahin. Ja, und deswegen habe ich momentan keine Facecam so richtig. Weil, habe ich abgemacht, guck dann noch. Ist leider nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Hatte das vorher mal so provisorisch, da habe ich einfach so ein Büroklammer oder eigentlich so ein Ding, womit man die Kabel immer verzwirrt. Wenn man neue Kabel kriegt, hat man ja immer diese kleinen Metalldrähte da drum. Und sowas habe ich mir irgendwie zusammengeschustert, aber das hat dann auch nicht mehr gehalten. Und ja. Fused Modular Frames. Wo wart ihr? Ihr wart hier, ne? Wie viele haben wir davon? 2 nur. Wenn ich für euch beide... ich den? Nee, da reicht der. Den da. Oh, das sieht sogar noch vernünftig aus. Guck mal. Dann setzen wir dich dahin. Und hier genau einen weiter.
So. Jetzt dahin. Wir sind gut drauf, weil ich habe gleich nur noch eine Nummer und die Zeit passt. Ich bin happy ohne Ende. Glaubt ihr gar nicht. Ja, aber so ist das, ne? Ja, bin ich jetzt am gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Es gibt leider auch noch nichts. Also, scheinbar hat noch keiner versucht, da irgendwas dran zu machen. Man kann diese Klappe nachkaufen. Aber bei einer 230 Euro Kamera bin ich ehrlich gesagt zu geizig, um. Was war das? 46, 47 Euro? Wahrscheinlich plus Versand, das habe ich noch nicht mal mehr geguckt, bei eBay dafür auszugeben, um so eine Ersatzklappe zu kriegen. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Und da habe ich gesagt, nee, da überlegst du noch. Und wenn ich mir so ein Modell selber mache, dann, und das könnte man dann ja bei Thingiverse oder sonst wo wieder rausgeben, das wäre nicht das Problem. Freuen sich vielleicht andere Leute drüber. So, den gucken, der da ist Split. Stimmt das? Du hier gehst da dran und das ist Treibstoff. 225, passt drauf. Und dann ist dieser hier. Wie heißen die da noch? Verschmolzene Rahmen. 150 war auch okay. Das habe ich noch gerade eben gesehen. Ja. Auf jeden Fall, das ist einen kleinen Scheiß hat man dann immer. Und vor allem, ich habe die jetzt umgestellt. Ich würde unbedingt gerne mal den Elgato Camlink ausprobieren, den ich hier liegen habe. Aber es geht nicht, weil ich die Kamera nicht angeschlossen habe. Also grundsätzlich einmal so, dass es lief, hatte ich Akku rein und dann war gut. Also normalen Akku. Da kann man das machen. Aber das Problem halt beim normalen Akku ist, der normale Akku ist dann auch irgendwann eventuell mal leer und da muss man aufpassen. Und wie sage ich das jetzt vorsichtig? Aufpassen ist da nicht so meine Stärke. Mir wird es dann wirklich wie großen YouTubern gehen, die das jahrelang machen und auf einmal heißt es mittendrin, oh scheiße, Akku ist leer. Meist gefolgt von einem langgezogenen Nein! Ja. Und das möchte ich euch ersparen. Allein schon, weil ich noch nicht groß genug dafür bin. Das klingt so, auch so, als wäre ich so ein winziges Männchen. Ja? So ein kleiner Zwerg sitzt hier vor diesem Mikrofon. Oh, Entschuldigung, das darf man gar nicht sagen. Das war jetzt ungünstig. Ich habe das nicht so gemeint, Entschuldigung. Lass mich auf dieser Seite gucken. Habe ich hier noch was? Nein. Okay. Den hätte ich gerne. Hier runter. Du gehst dahin. Nein, aber den großen YouTubern nimmt das halt keiner übel, wenn die sich mal so Fauxpas erlauben. Mache ich eigentlich? Ich muss da den zweiten nehmen, verdammt. Bei uns Kleinen sieht das leider etwas anders aus. Da wird so ziemlich alles auf die Goldwaage gelegt und ich meine, das ist ja auch okay. Ihr wollt Qualität haben, sollt ihr auch kriegen. Ja, so ist das. So. Ein bisschen baff, weil wenn wir das hier hingekriegt haben,
Dann habe ich tatsächlich mal, ich weiß nicht, ist das eine Premiere? Ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und mal gucken. Da unten sind nochmal die Blender. Vielleicht könnte ich sogar noch einen mehr schaffen. Was dann wirklich extrem gut wäre. So. Du, Kollege, bist... Was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? Name an, ja. Schwere modulare Rahmen. 165 könnte auch passen. Nein, passt auch. So, schauen wir mal. Also wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich will das nicht extrem in die Länge strecken, aber ich will wenigstens die Zeit ja auch vernünftig nutzen. Ja? Ihr investiert ja die Zeit auch, weil ja, passt gerade so das. Zu sagen, bin ich falsch, ich muss einen tiefer da rein. Ja, das schiebe ich auf nächste Folge. Wäre ja halt auch Quatsch. Das machen wir gar nicht erst. Ja? Ich bin euch ja sowieso schon dankbar genug, dass ihr diese ganzen Folgen mitguckt. So, passt das von der Zahl her? 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Easy. Pass mal auf. Weil ich keinen Bock habe zu überlegen. Da weiß ich, dass frei ist. Von da aus ziehen wir dich hier mitten durch. Auf diese Linie, genau. Dann packen wir dich hier rüber. Auf. Na komm, auf die Kreuzung. Gegebenenfalls wird die Folge ein, zwei Minütchen länger. Wobei, im Moment bin ich ja eh immer so bei etwas über 30 Minuten. Aber immer bei etwas über 30. So. Jetzt könnte ich den einen noch anschließen. Und damit hier weitergehen. Der, der und der. Das heißt hier zwischen. Dann setzen wir uns doch genau hier in die Mitte. Komm her. Der. Der. Naja, verdammt. Wir müssen nochmal einen weitergehen. Das hatte ich ja vollkommen vergessen. Okay. So. Dann setzen wir dich hier hin. Und du müsstest jetzt eigentlich funktionieren, indem du da dran gehst, da dran und da dran. Da müssten sie alle dran sein. Jetzt gucken wir mal eben, was würde einer ziehen? Dann können wir das oben ausrechnen. Einer zieht 75 Watt. 750 Watt. Megawatt, ja. 750 Megawatt minus 75 sind 875. Quatsch, 675. Mein Gott. Stelle ich mich aber auch wieder an. Ja. Da dran. Wir können unter 30 Minuten bleiben. Also, wir werden auf 30 Minuten kommen, weil jetzt haben wir 29 rum. Der Wahnsinn. Aber machen wir jetzt einfach. Das sind jetzt die... Ach du Scheiße, wie heißt denn das? Nicht spaltbares Uran. Mitte da rein. Nicht, das passt auch. Nicht spaltbares Uran. Kabam. Wahnsinn. Ja. Dann machen wir. Wo ist das P? Da nochmal eben ein Screenshot von. Wir haben ja jetzt so viel schon hingekriegt. Jo, ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.
Tschüss.